So, hallo und herzlich willkommen zurück zum Finale von Hitman 3. Die letzte Mission. Beim letzten Mal wurden wir mit einem Gift vergiftet von Diana. Und sollten eigentlich tot sein. Aber es gibt noch eine Story-Mission. Schauen wir uns diese an. Story fortsetzen. Unantastbar. Bin sehr gespannt. Ja. Die letzte Mission der Welt der Attentate-Trilogie führt sie in die Karpaten. Der Tod wartet schon. Spielen. Okay, schauen wir, finden wir heraus, was abgeht. Mega interessant bisher. Ich habe keine Ahnung. Eigentlich sollte ich ja tot sein, oder nicht? Are you still here? Still clinging on to your self-image. Agent 47, the Apex Predator. Das sind wir. Oh, wie cool, wir sehen nochmal alle, die wir ausgeschaltet haben. Always hiding behind the headlines. Oh, Viktor Novikov. Da hinten bin ich. Nein, das war Gray. Das war das Tokio? Japan? Its own justification. Or a willful distraction. Wo sind wir hier? Bei einer Beerdigung. A wall built contract by contract. To shield you from the uncomfortable truth. Die Bank. You're exactly the tool they bred you to be. Oh, da sind sie alle. Das ist sogar der Manuel, Mann. Quite a piece of work you are. How could you possibly function on your own? You never even had a name. Until I gave you one. Junge. That's him. Burnwood never ceases to surprise me. You really are a most singular individual. And to think, she wanted me to put you down. Lucky for you, I never throw away anything useful. Prepare the serum. Die Konstante rettet mich? Forgetting's not so bad. You've done it before. What's he doing? Is he still looking at us? I'm afraid so. Poor sap just won't accept his days are done. Perhaps I should take him out to the woods and set him free. Oh, it's a classic. He was a loyal tool. But everything goes the way of the horse and cart eventually. I couldn't agree more. Are you done? The toxins are playing into your fears. Don't let them. Come on. Gotta get your head straight. Auf durch den Wald. Ist das Anwesen, wo wir gezüchtet wurden, oder? Wo wir jetzt hingehen. Würde so passend gerade. Nee, ein Friedhof. Da sind die Eltern von ihr. She has every right to after what we did. But that's not what is really going on. She chose power. In the end, she was just like them. No. She found a way to turn Edward's own cleverness against him. The rest is up to you. I don't know how. You do know. Diana! Coming! Once you dispose of Edwards, I will dismantle Providence from the top down. It will finally be over. All you have to do is embrace the past. Okay, ich muss ja, ne? Sorry. Oh, ist alles cool gemacht. Ich liebe es. Das meinte sie beim letzten Part von wegen,
Eliminieren Sie Arthur Edwards. Von wegen, die Konstante findet man nicht, die Konstante findet einen. Sie hat mich getötet, damit die Konstante mich findet, um mich zu benutzen. Ich hoffe es so, zumindest war es so. Bin tot. Wie cool wäre es, wenn der Arzt jetzt hier rüberkommt und ich kann den einfach dann ausschalten. Providence-Mitglieder dürfen ausgeschaltet werden. Dürfen. Extra eine Genehmigung dafür, okay. Blaue Laborschlüsselkarte. Ja, ne? Ich bin ab heute Arzt. Geben Sie mir meine Beförderung. Ab in den Schrank mit dir. Providence-Arzt. Ja, guck schon mal, wie nett der aussieht. Den töte ich doch nicht. Nur seine Kleidung. Sehr nett. Dr. 47. Stets zu Diensten. So, was hast du? Auch eine blaue Schlüsselkarte? Ja, falls man die erste nicht mitnimmt. Okay. Sind wir in dem Zug? Wahrscheinlich sind wir in dem Zug, ne? Untertauchen als Doktor. For when we go commercial, I mean. You figure this thing has commercial applications? Who'd want to have their minds wiped? Not wiped, obviously. But that's just fine-tuning. Okay, right now the serum erases long and short-term memory banks wholesale. But in a couple of cycles, we'll be able to isolate the effect to individual memories. Imagine if you could pluck out childhood traumas, ugly breakups, combat trauma. You guys should be over the moon. What are you talking about? I love waking up in a cold sweat with a scream stuck in my throat. Wollen meine Gedanken löschen? So, what would you call it then? Confidential. Was haben wir hier? Das Ether-Serum. Ein technischer Bericht über Ethers neues erinnerungsunterdrückendes Neural-Inhibitor-Serum. Okay, danke. Die Formel ist eine verbesserte Nachentwicklung eines wesentlich älteren Prototypen, der in den 1980er Jahren im rumänischen Institut für die Verbesserung des Menschen erschaffen worden war. Also auch da, wo wir waren? Wahrscheinlich? Ein in der Forschungsentwicklungsanlage von Ether in Johannesburg hergestelltes Gegenmittel wurde bei Lucas Gray bei dessen Angriff auf die Einrichtung gestohlen, um damit die verborgene Erinnerung von 47 wieder ins Tageslicht zu holen. In seiner derzeitigen Version ist das Serum ein sehr grobes Werkzeug, das sowohl das Langzeit- als auch das Kurzzeitgedächtnis löscht. Das Forschungsteam ist jedoch zuversichtlich, dass es binnen weniger Entwicklungszyklen dazu in der Lage sein wird, individuelle Erinnerungen ins Visier zu nehmen, was ein erhebliches kommerzielles Potenzial birgt. I don't know. Blank Slaterzine? You are a piece of work, lady. Come on. Jim, was it? It always starts like this. GPS. Microwaves, duct tape. This serum will eventually improve lives. I've got to believe that. Tell that to the poor SOB in the rear car. Echt, ey. Nah. When I want to forget something, I rely on my good old pal, Mr. Alcohol. No offense. Tarn mich mal kurz. Okay, die bleibt an ihrer Tafel stehen. Guten Tag, Senior. Ich bin der Arzt. Erinnern Sie sich? Der mit dem Schnauzer. Ich habe mich rasiert. Okay, was haben wir hier? Eine Tür, die man öffnen könnte. Soll scheinbar echt noch geheim sein, dass wir in einem Zug sind. Man hört ja kaum was. Wir brauchen einen Code. Ich bräuchte irgendwo 4 Zahlen oder so. Aber wo könnte ich nur nach den 4 Zahlen gucken? Vielleicht irgendwie auf dem Computerbildschirm? Hä. Irgendwie sehe ich keine. Vielleicht gehen wir nochmal zurück. Nein, okay. 1979. Lol. Buttonmasher. Naja. War hier beim letzten Level. Eine Brechstange? Damit kann ich die Tür aufbrechen. Okay. Und jetzt der große Surprise. Es ist ein Zug! Hat mir IO Interactive selber gespoilert, wisst ihr? Ich weiß nicht, ob ich es gecheckt hätte, ganz ehrlich. Unantastbar. Kante. Ja, Alltag. Und hoppa!
Da könnte es rutschig sein. Da wollen wir eventuell nicht lang. Aber wir können da oben drauf. Ja. Da hinten ist er. Ganz am Ende vom Zug. Ich glaube, uns wurde gerade kalt. Eine Kältemechanik. Senior, ich bräuchte eine neue Verkleidung, bitteschön. Wenn Sie doch so freundlich wären, kommen Sie bitte mit. Mir wird nämlich gerade echt kalt durch den ganzen Wind. So, rein da. Verkleiden. So, es sollte ja schon ein bisschen wärmer sein. Ladendetektiv. Eine Pistole und ein Lagerschlüssel des Labors. Na, warte mal, das ist doch eine Tür. Wir wollen ja alles mitnehmen im letzten Level. So. Hier ist also das Lager des Labors. Gucken wir doch mal, was wir haben. Ein rostiger Nagel. Oh. Damit umgebracht zu werden, ist natürlich auch nice. Was haben wir hier hinten? Noch eine Brechstange und eine Kiste. Was liefert er? Ein kaiserliches filigranes Ei. Bisschen Geld. Okay. So ein Level, wo man alles machen kann eigentlich, weil man sehr geradlinig unterwegs ist. Ich wollte eigentlich unten durchkrabbeln, aber oben drüber geht. Alter, wenn so eine Stange einen erwischt, Hilfe. Goodbye, 47. So, was haben wir hier? Ventil platzieren. Ventil. Ich habe kein Ventil gefunden tatsächlich bisher. Aber wenn ich es habe, da sind einige Wachleute. Da ist ein Ventil. Und hier ist auch ein Schrank. Ach, ein rostigen Nagel. Das ist wie ein Dietrich. Das ist mega cool. Ist auch kaputt gegangen. Eine Blendgranate. Okay. Haben wir, was wir brauchen. Dann bringen wir das Ventil hier an. Drücken wir das Ventil. Oder drehen wir es. Ah, für den Deckenhebel ist der. Okay, sehr gut. So, hier könnte man das war zu knapp für meinen Geschmack. Ah, egal. Fallen lassen. So. Last time I saw weather like this, I was doing extreme conditions training near the army base in Pat. At a Wawa? None of you know where the hell that is, do you? I can tell by that classy look in your eyes. Ich will gucken, was die haben. Trust me, they get some real winners out there. Anyway, this was January. Was habt ihr da hinten? Nur eine Brechstange? Hey, we need to do something. This won't go away, situation. Get ready to copy. Jetzt einfach nur eine Brechstange hier hinten? Ich habe keine andere Wahl. Der Hitman! Okay. Ja. Hat sich nicht so gelohnt. Warum haben die nur eine Brechstange da hinten? Warum sollte ich da reingehen? Oh, nice Zapfen! Oh. Das Beste ist, wenn ich lautloser Killer habe und die anderen Story-Missionen mache, dann muss ich nicht mehr auf diese Pistolen achten. Dann brauche ich keinen lautloser Killer mehr. So, gehen wir mal kurz runter. Hier ist ein weiterer Waggon, wo man rein kann. Eine Getränkedose. Ja, ich habe meinen rostigen Nagel leider verbraucht. Ja, man kann theoretisch an den Fenstern entlang. Ja. Cool. Da ist noch ein rostiger Nagel. Die Ether Corporation bought this train for sample backup storage. But since the bombing at their R&D site in Johannesburg, they're refitting the cars as a mobile field lab. Huh. So what did the Russians use it for back in the day? The way I hear it, this used to be some kind of KGB black site. Mobile missile launch control center, prison transport, your guess is as good as mine. But at one point, it appears to have been the HQ of Janus, the Cold War spymaster. Habe ich ausgeschaltet. His crest was on the front car before he either painted it. Well, that's the way it goes, isn't it? National past, corporate future. Nehmen alles mit.
So, hier werden wir nicht durchkommen, auf jeden Fall, ohne gesehen zu werden. So, das dreht natürlich um. So, können wir theoretisch mit dem Nagel reingehen. Hallo. Ach cool, eine Schrotflinte. Hör zu. Oh, puh. Ich weiß nicht, warum ich das Bedürfnis habe, hier innen lang zu schleichen, aber irgendwo ist es cool, hier innen durchzuschleichen. Dann warten wir, bis er nochmal hin und her geht und dann gehen wir hinter ihm lang. Ich will einfach so zwischen allen Feinden durchschleichen. Die Schrotflinte ist mega cool. ICA taktische Schrotflinte, covered. Nice Gerät auf jeden Fall. Und was sind Providence-Mitglieder? Sind alle Providence-Mitglieder? Ist egal. Die sind keine Schwerverbrecher, die werden nur bezahlt. Geld verdienen zu wollen ist keine Strafe. Ich wollte nicht in den Schrank. Haben die eine bessere Kleidung eigentlich als ich? Nee, die haben dieselbe, ne? Ja. Seife. Da können wir nicht raus. Bei einem anderen Wagen hätten wir durchs Fenster gekonnt. Hier. Will ich da raus? Nö, wir wollen einfach weiter gerade durch eigentlich. Ich will alle Wägen mitnehmen. So. Okay. Wir kommen näher. Auch wenn dieser Zug echt lang ist. Ah, das ist das Finale. So. Schallgedämpfte Pistole herstellen. Ah, in der Dose. Nice. Ah, cool, mit dem ganzen Zeug, was wir gesammelt haben. Der Waffendämpfer. Von anderer Seite verschlossen. Also muss ich hier aus dem Fenster irgendwie rausklettern? Warte, wie komme ich da hin? Von anderer Seite verschlossen. Das ist aber irgendwie hier drin. Haben wir eine Karte? Nö. Nur die Konstante ist unser Ziel. Hätten wir den mal in Hitman 2 ausgeschaltet, anstatt zu entführen. Ich dachte gerade, was klappert hier so, aber das sind aber die Gläser, die so ein bisschen wackeln. Hier, da kann man untertauchen. Da ist ein Muffin, lecker. Da ist ein Schlüssel, den nehmen wir mit. Dann gehen wir, weil der jetzt der Typ sieht. So, was haben wir für einen Schlüssel gerade aufgehoben? Es sagt uns nicht mehr, was wir für einen Schlüssel haben. Okay. Muss irgendwie oben auf den Zug drauf. Wir können an dem eigentlich vorbeigehen, während er guckt. Ah, der hat doch eine bessere Kleidung als wir. Kann ich den irgendwie aus hier wegräumen? Ist hier irgendwo ein Schrank oder so? Nee. So, stellt sich gleich hier ans Fenster. Das ist das Fenster, wo man raus kann. Ja, da kann man raus. Okay, Planänderung. Wir gehen da durchs Fenster raus und gucken, was da in dem Wagen ist. Durchklettern. So, hier runter. Nach unten. Fallen lassen. Und durchklettern. Warum ist dieser Raum so abgesperrt? Schrotflinte. Okay, ja, wir sind fett bewaffnet. Spritzen und Schlitzen. Wir können die Tür jetzt öffnen. Abkürzung Passagierwagen. Ich weiß nicht, wie sehr das eine Abkürzung ist, aber jetzt müssen wir nochmal warten, dass er vorbeigeht. Aber voll bewaffnet durch den Zug. Let's go. Okay, er kommt. Nutzen wir die Gelegenheit. So. Düpp, 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 düpp. Hast du hier Loot? Nein, hat er nicht. Okay, weiter. Raus hier. Wir haben jetzt einen Schlüssel für den Zug. Wir können jetzt die ganzen Türen endlich öffnen. Okay, wir können hier den Strom ausmachen. Dann kommt wahrscheinlich einer her. Aber es ist nicht der, den ich ausschalten möchte. Wir machen es trotzdem zweimal oder so. Ich muss mal kurz die Waffe hier übrigens fallen lassen. Sonst kann ich niemanden ausschalten. Ich habe tatsächlich nichts, was nicht zerbricht, wenn ich jemanden töte, ne? Ja. Okay, dann machen wir einfach eine Dose kaputt.
keine Hämmer auf dem Zug. Die wissen, dass sie mit 47 zu tun haben. Should I cut the red wire or the blue? So. Einer. Brausepause. Ah, wahrscheinlich drei Wachen mit Dosen ausschalten. Einer habe ich noch. So, jetzt müssen wir nur warten, dass die zweite Wache gucken kommt. Machen wir es selber. Kurz mal anmachen. Und wieder ausmachen. Das juckt die gar nicht. Passagierwaggonschlüssel. Okay. Warum interessiert es nur eine Wache, dass der Strom in dem Abteil weg ist? Wie schalte ich den da hinten aus? Also der guckt ja permanent, also müssen wir wieder draußen lang. Ich kann ihn nur eliminieren tatsächlich hier. Das klingt zwar echt cool, aber es macht meine Waffe doch rot, oder? Ja eben, lol. Dann ist das keine Lösung. Was macht er? Wie reagiert er denn, wenn eine Waffe hier am Boden liegt? Excuse me, sir. I think you dropped. Is that? Okay, also irgendwie wollte er sie mir zuweisen erstmal. Aber jetzt hebt er sie auf. Und bringt sie irgendwo hin. Okay, da habe ich noch eine Idee. Ich habe nämlich noch ein paar. Da ist eine Pistole mir runtergefallen. Pick that up. Shit. Lol, der Wachmann bringt die übel weit weg. Wenn ich schnell bin, kann ich das einfach den ausschalten und die Verkleidung von ihm behalten. So. Ich muss nur die Waffe schnell aufheben, die da noch liegt. So. Sehr schön. Jawohl, wir haben es geschafft. Aber dieses Waffe hinlegen und das Wachen des Wegbringen ist so gut. Verkleiden. Zack, Elite-Einheit. Let's go. Das ist halt eine mega gute Verkleidung, glaube ich. Der Nächste im nächsten Raum erkennen. Sie haben es ganz schön drauf. Ja, danke. Das Spiel weiß, dass ich gut bin. Der Beste. Okay. Der ist abgesperrt. Braucht einen besseren Schlüssel. Du hast keinen Schlüssel, ne? Nee. Hier ist ganz schön schwer, hier einfach durchzukommen überhaupt. Okay. Köpfen wir rüber. Und klettern wir aufs Dach hoch. Ja. Können wir nicht? Ah doch. So. Rostiger Nagel. Ah, damit kommen wir rein. Let's go. Und wieder zurück. Und durch. Super cool, dass das alles so aufgebaut ist, dass es gerade so aufgeht, wenn man hier unten lang möchte. Rostigen Nagel nutzen. Da ist ein bisschen durcheinander da drin. Ein paar Stühle umgefallen und so. Wo sind wir eigentlich exactly? Ukraine? It all looks the same from the blizzard. Nah, somewhere in Romania. We're on a loop from Zagreb to Irkutsk. Isn't that risky? What about border inspections? They use a system of decommissioned rail lines and pay the local governments to look the other way. It's been like that since the Cold War. In theory, this thing only needs to stop for refueling. A regular ghost train, huh? I guess that's one more box ticked. Okay. Einfach der Ultra-Geheimzug. Und Dosen. Die Dose da drüben brauche ich auch für meine drei Dosenkills. Für meine drei Dosenkills können wir aber eigentlich alle auch noch einmal zurückgehen und ihn einmal ausschalten. Guten Durst! Brausepause Nummer 2. Okay, der Schrank ist voll, aber wir legen dich einfach hier in den Raum. Hoffen wir mal, dass hier keiner reinguckt. So, an denen sind wir dann vorbei. Sehr schön. Hier ist nochmal eine neue. Ach, das ist die Schrotflinte von mir! Die haben sie hier hingebracht. Klar, war ja meine Ablenkung. Mega nice. Der Wachmann erkennt mich. Hier ist nochmal eine Seife. Okay, dann müssen wir wahrscheinlich wieder durchs Fenster durch, ne? Entweder durchs Fenster oder wir machen den guten alten... Naja, wir haben keinen Platz, den wegzuräumen hier. Obwohl doch, wir haben die Kabine. Guckt hier sonst keiner hin? Ja, nicht so wirklich.
zwei Möglichkeiten. Gucken wir erstmal durchs Fenster, was unsere Option ist. Die Kabine können wir nicht rein, da wo der schläft, können wir rein. Da ist auch wieder ein Nagel. Ich würde aber gerne in die Kabine reingucken. Dann machen wir den guten alten... Ups, meine Waffe ist mir runtergefallen. So, wir verstecken uns. Der wird jetzt wegbringen gehen. So, wir gehen in der Zeit rein. Und schauen uns den Wagen hier an. Was ist hier Geheimes? Ist nichts. Ah, und hier wäre so eine Verkleidung auch gewesen, die ich jetzt anhabe. Cool. Dann kletter ich jetzt zurück und hol mir meine Schrotflinte wieder. Lass doch meine Gratis-Ablenkung nicht zurück. Dankeschön. Dann können wir da reingucken. Haben wir einen Schlüssel. Noch eine Waffe. Sonst irgendwas? Nö, ist nur die Waffe hier. Okay. Die Waffe hier haben. Hey Leute. Ja, wenn ich zurück, wenn ich hier nochmal lang komme, bringe ich dir eine Soda mit. Kein Problem. Wir müssen einen noch ausschalten mit einer Soda, ne? So, gucken. So. Die erkennen uns so ein bisschen. Wir tauchen als Wachmann. Auch nochmal alle Waffen hier liegen. Nice. Und gucken wir doch mal, was die hier machen. Die kommen zu mir an den Tisch und fangen an zu rauchen. Kann ich so ein bisschen mit denen reden? Boss getting off. Sarajevo. He only got on board to identify the sedated guy in the medical car. Right. Our John Doe. You know where we're taking him? This Sakata facility in Mongolia. The boss's private bodyguards, those guys in heavy body armor up trained. Yeah, they all trained there. Maybe John Doe is set to join their ranks. No kidding. That's the team that capped Lucas Gray. Those boys must be tough as nails. You know, I toured with Gray back in Chechnya. Yeah. Crazy son of a bitch. Glad it wasn't me in those woods. Whatever went down, it can't have been pretty. Cool. Können wir so ein bisschen hier belauschen und nochmal ein bisschen Infos rausholen. So. Jetzt kann ich hier nochmal theoretisch untertauchen. Verstehe. Wir warten, bis sie wieder fertig getalkt haben und dann gehen sie hinter mir an den Tisch. Nochmal talken. Und dann kann ich hier vorbeigehen, während sie hier reden. Dann könnte ich hier nochmal theoretisch noch ein drittes Mal schleichen. Verbotene Ananas. Habe ich irgendeine Ananas aufgehoben oder was geht ab? Egal, wir gehen weiter. Ein Container, in den man rein kann. Muss ich auch von der anderen Seite öffnen. Okay. Da ist mein dritter Dosenkill. Eine Sicherung. Und hier brauche ich ein Ventil. Oh, wahrscheinlich muss ich das Ventil von Anfang an mit hier hinnehmen oder so. Wenn es überhaupt geht. Lichter überladen. Sicherung einsetzen. Okay. Ah, es blendet ihn, dass ich hier vorbei kann, während er drauf guckt. Ich war doch eh getan für ihn, oder? Rostiger Nagel. Kein Raum bleibt unverschlossen für mich. Das ist Ventil. Oh ja, er hat mich gesehen. Ach, der erkennt mich echt. Okay, aber ich weiß jetzt, was abgeht. So, wir blenden ihn. Holen den Schraubenschlüssel. Dann gehen wir hier mit dem Dietrich rein. Oder mit unserem rostigen Nagel eher. Und dann holen wir das Ventil und drehen sofort wieder um. So, er ist noch geblendet. Und jetzt kann ich das Ventil hier platzieren. Und einschalten. So, wir haben den geheimen Raum freigeschaltet. Splittergranaten. Und die Tür können wir auch öffnen. Perfekt. So. Dann lasse ich hier eine Waffe fallen. So, und er bringt sie jetzt weg. Die Frage ist nur, wohin? Aber wahrscheinlich in dem Wagen da vorne. Oder hier rechts ist irgendwo eine Kiste hier irgendwo? Keine Ahnung. Ah, da bringt er sie hin. Okay, wir klettern mal kurz hier hoch dann.
So, auf der Seite ist ja gerade sicher. So, und jetzt können wir wieder runter. So, dann nehmen wir sie wieder mit. Whole train full of mercs to guard one guy. You do know who he is, right? Sure, sure. Everyone's very impressed. I get it. And if you want some kind of elaborately planned calamity or a convenient heart attack, sure, he's your man. But how does he manage in a brawl? I'm willing to bet this guy doesn't hold a candle to any of us. Too much sneaking around and dressing up, too little fighting. Right. You feel like putting that theory to the test? I just might. Okay. Ganz schön aggressiv, der Junge. Und die geht weg. Okay. Ja, an euch will ich eigentlich gar nicht vorbeigehen. Ich nehme nur die Sicherung. It's me! Der Hitman! Okay, das war sehr dumm. Kannst du bitte... Ich habe deine Waffe noch hingelegt, also wird er die gleich wegbringen wollen. Aber wir gehen sowieso über den Zug. Oh, ich habe da noch eine fallen lassen. Ich kann scheinbar keine Leiter klettern und was in der Hand halten. So. Neue Kleidung, ne? Upgrade-Material. Was hast du? Eine Splittergranate nochmal. Und eine Box, die man aufbrechen kann. Oh, ich weiß, warum da eine zweite Brechstange bei den anderen Wachen vorn war. Die geht kaputt, wenn man die benutzt, die Brechstange. Warum geht eine Brechstange kaputt? Nein, meine Perfect Loot-Version vom Level funktioniert nicht. Na gut, gehen wir weiter. Ich habe eine Sicherung, dann kann ich die alle blenden auf jeden Fall. Ich habe die Sicherung nicht. Theoretisch kann ich auch einfach hier an dem vorbeisneaken. Ohne dass mich jemand bemerkt. Meisterhaft. So, ich brauche die Sicherung also, die bei denen liegt. Da, in der Mitte. Also eigentlich haben wir ja den Geheimraum hier, ne? Machen wir es uns doch einfacher. Komm, zack, get those. Wie beginne ja, als ob die da drin, da durch das Fenster so geguckt haben. Ich glaube, ich brauche hier die Blendgranate. Anders kann ich mir nicht einreden, wie ich beide irgendwie kurz mal ausschalte. So. Dann können wir das hier nehmen und dann können wir kurz einmal durch den... Wow, hat man wenig Zeit. Der Typ wurde nicht mal geblendet. Ist schon schwer genug, mit der Blendgranate hier durchzukommen. Da ist eine Brechstange. Ich habe die ganze Zeit nicht gesehen. Ich kann die Box da am Ende öffnen. Mir ist alles egal, ich kletter wieder über euch drüber. Au. Die Lampe hat sogar irgendwie durch den Zug gebackt. Let's go. Erstmal einfach so eine dumme Stange ins Gesicht kriegen. So. Was ist in dieser Kiste drin? Eine Splittergranate. Dafür habe ich mich so abgemüht. Wow, zwei Splittergranaten kann man sich hier holen. Ich kämpfe nicht. Okay, sneaken wir einfach durch. Wir haben scheinbar eine Sicherung. Ah, cool, perfekt. Ich weiß nicht mehr, warum ich noch eine Sicherung habe, aber wir rennen mit der einfach mal durch. Bis zu dir. Vielleicht schaffen wir den noch in die Box zu ziehen, ganz schnell. Komm, 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 komm. Sie suchen, sie suchen. Perfekt, verkleiden. Okay, wir nehmen die Waffe mit. Schwerer Einsatz. Okay, okay. Wir chillen eigentlich relativ. Hier haben wir Wachleute. Der guckt schön weg hier eigentlich. Okay. Der möchte also ausgeschaltet werden, der hier. Und dann kommt der da rein. Verkleiden. Ich bin jetzt der Kontrolleur.
Sehr schön. Wieder ganz viele Waffen und Loot. 5 von 7 Verkleidungen haben wir schon. Was können wir hier untersuchen? Bericht zur Zuggeschichte. Ein Forschungsbericht vom Akquisitionsbeauftragten von Ether über die Geschichte des Zugs. Er trägt den Spitznamen der Mörser nach dem beliebten Fortbewegungsmittel der Baba Yaga und war ursprünglich ein KGB-Geheimgefängnis, das im Auftrag des legendären Meisterspions der 6. Kolonne namens Janus angelegt worden war. Über die Jahre diente es sowohl als streng geheimes Datenarchiv als auch als mobile Einrichtung für das Verhören von Gefangenen. Der Zug fährt in Dauerschleife von Zagreb bis im Westen bis nach Irkutsk im Osten und durchquert dabei weite unbewohnte Landstriche in Russland, Kasachstan, Rumänien und der Mongolei, wobei er ein Netzwerk aus offiziell stillgelegten Streckenabschnitten nutzt. Das haben wir auch größtenteils von den Wachen gehört, ne? Nach dem Niedergang der Sowjetunion war der Zug bei Wolgograd stationiert, bis er von der ETA-Kooperation als einfache Lagereinheit für Backup-Fälle gekauft wurde. Nach dem Bombenanschlag auf der Forschungs- und Entwicklungsanlage von ETA in Johannesburg wurde der Zug zu einem mobilen Feldlabor umgerüstet. Infos. Okay, als Schaffner? Die mögen mich alle. Endlich habe ich eine richtige Verkleidung. Brauche ich nur noch mal einen neuen Nagel. Oh, oder nutzen die Brechstange natürlich. Ist hier nochmal eine Sicherung? Cool, nochmal eine Gratis-Blendung für alle. Oh, wir hätten auch in die Kiste gucken können. Wir können auch beides machen. Weil wir wissen, wo unser Loot liegt. Ist komisch, dass hier nur so kaputtbare Brechstangen überall sind. Noch eine Blendgranate. Sehr schön. Sir. Guten Tag, Männer! Ich hoffe, ihr seid alle in Reih und Glied aufgestellt. Wenn ich um 15 Uhr nicht eure saubere Wäsche im Wäschekorb finde, dann werde ich sehr wütend. Ich möchte sie nämlich waschen. Dass man das Fass hier auch losmachen kann. Also hier am Ende braucht man auf jeden Fall die Verkleidung von dem Typen, sonst hat man echt Probleme. Es fehlt nicht mehr viel. Verkleiden Büropersonal. Bin ich sicherer als Büropersonal? Oh, es sieht einfach nur stylisch aus. So, ich tu mal die Schrot weg. Ich tu beides weg. Ich darf keine Waffen haben, klar. Habe ich meine Schalldämpferpistole noch? Ja, die habe ich noch. Okay. Die ganzen Providence-Angestellten. Die nicht, die gut bewachten. Was haben wir hier so in ihrem Zimmer? Oh ja, im Privatraum. Sehr schön. Ich möchte mal kurz einmal aufs Klo gehen. Entschuldigen Sie. Ich kann mir auch so ein Wachmann-Outfit holen, ne? Ich weiß nicht, ob ich das brauche gerade. Ich muss einfach mal gucken, wie weit wir kommen in unserem Anzug. Oh, ich glaube, wir haben das Wichtigste geschafft. Nur noch einige Meter. Das finale Hitman 2 Ziel. Hitman 3 Ziel. Hitman 2, ja, das war auch irgendwie das finale Hitman 2 Ziel. Passt ja eigentlich. Ist nicht ganz falsch, die Aussage. Nur noch einige Meter. Oh, ich kann die anderen einfach wegmachen. Auf Wiedersehen. Du hast keine Unterstützung mehr. Okay. Wir haben unsere Schalldämpferpistole. 2 Räume noch. Da sitzt er. Pistole ist bereit. Herzklopfen. Gehen wir rein. I don't suppose there's any point calling for help. No. Seems I brought this on myself. Well played, Miss Burnwood. Do you really think she'll be able to resist all that power? This is not how people work. She rejects the power.
not the responsibility. A noble idea. But please join me in the real world. I trust you already know what this is. Why not simply take it? Embrace who you were always meant to be. No, never again. Well, I had to try. Go on then. Do your thing. At least I die knowing who I am. Sicher? What are you doing? No! No! This is what it means to lose everything. You're making a mistake. It's mine to make. Oh. Forgive me, I seem to have, what were we talking about? Don't worry. We were done. Wir haben es geschafft. Eigentlich hätte ich ihn echt gerne erschossen. Oh. Aber eigentlich auch ein gutes Ende für ihn. Wir mussten ihn nicht mal töten und er hat einfach alles vergessen. Ein neuer Deal. The string of resignations at the top level of international finance continues as Milton Fitzpatrick CEO Alexander Fannin joins the president of Hams and Oil. Ein Jahr später. It's been a long time, Agent 47. That's not who I am anymore. The pact is done. The past. Dead. And yet, here you are. I choose this path because I can. There will always be people like them. So there will always be people like us. No one is untouchable. It's good to be back. Okay, was das? Kommt noch was? Ende? Ende! Wir haben Hitman durchgespielt. Wir haben Hitman durchgespielt. Kein Bock zu singen hier. Mega cool. It's good to be back, sagt er am Ende. Also, ist es ein Ende, nicht Ende? Weil so ein Jahr später... Hey, ich habe noch einen Job für dich. Es gibt immer solche Leute. Nehme ich gerne. Also mehr Hitman in Zukunft. Immer her damit. DLCs, immer her damit. Aber wir haben die Konstante ausgeschaltet. Oh, und wir haben Hitman durchgespielt. Komplett. Was eine Reise einfach. Weißt du, ich habe einfach damals zu dem ersten der Hitman 3 Teile, der drei Hitman-Teile, aber nur zu der Beta ein Video gemacht, weil es lustig aussah. Hätte ich mich nicht entschieden, dazu ein Video zu machen, hätte ich die Reihe wahrscheinlich nicht gespielt. Oder doch? Ich weiß es nicht. Es war nicht so, als hätte ich mich da mega auf Hitman gefreut. Ich dachte einfach nur so, ja, Hitman habe ich mal als Kind 1 gespielt. Eine Mission mit irgendeinem Club und einem Metzger. War eigentlich lustig, kann ich ein Video zu machen. Und dann kommt einfach so eine ganze Reihe, wo jeder mich einfach ultra belästigt, wenn ich nicht Videos hochlade. Aber die Belästigung ist ja nicht schlimm, weil ich mich selber mega auf die Teile und Spiele gefreut habe und die Level.
Auch wenn ich da immer selber Gigapausen reinmache dazwischen. Aber so ab und zu hat man einfach so richtig Lust auf Hitman. Und es ist halt ein echt cooles Stealth-Spiel. Oh. Es war mega schön. Und wir sind noch lange nicht fertig. 47 hat noch einige Aufträge. Einige Nebenmissionen, die man erledigen muss. Und es war ein echt gutes Happy End. Für das, was so unterwegs war hier in dem Spiel, ne? Für das, was passiert ist. Der Hitman ist happy und die Diana existiert auch noch. Und ist die neue Anführerin von allem eventuell. Wurde jetzt nicht so genau darauf eingegangen am Ende. Auch wenn die Konstante meinte so, dass die Macht sie korrumpieren wird. Noch nicht. Vielleicht in Hitman 4. Vielleicht müssen wir dann Diana umbringen. Nein, ich denke nicht. Und scheinbar gibt es Diana und so auch in anderen Teilen, laut irgendwelchen Kommentaren so, weil da meinte einer, oh, du musst dir unbedingt Hitman so und so angucken, und da erfährst du noch mehr zu der Beziehung zwischen dem Hitman und Diana und so, aber ich weiß nicht, ob das dann so unterschiedliche Kanons sind, keine Ahnung. Ah, gerade mal einen Schluck getrunken. Weil nach 2 Hitman-Leveln hintereinander hat man schon Durst. Ich nehme hier in dem Level übrigens auch eine Stunde auf. Aber ich glaube, auf die Weise, wie ich spiele, spielen halt viele nicht das Spiel, deswegen. Obwohl es so größtenteils die intendete Methode ist. Ich glaube, so ist so schon der gewollte Weg, dass man Silent Assassin versucht, in den Leveln zu machen. Zumindest ist es für mich die coolste Methode. Weil sonst wäre es, glaube ich, für mich zu viel Wegwerfhumor, einfach nur zu einfach. Ich mag die Herausforderung dadurch, dass man schleichen muss. Man muss ja sagen, selbst Silent Assassin ist eigentlich relativ einfach, wenn man sich gut anstrengt. Aber ohne Speichern ist es echt eine Hölle, das zu erreichen. Da darf man halt kaum was probieren. Deswegen ist es mit dem Speichern einfach eigentlich ultimativ cool. Und wir haben ja auf Profi gespielt, wo sogar noch mehr Wachen unterwegs sind. Auf dem leichteren Schwierigkeitsgrad sind es ja weniger Wachen scheinbar noch. Und die Leute bemerken einen nicht so schnell. Könnte man ein bisschen mehr rumblödeln? Sollte ich eigentlich machen, wenn ich versuche, irgendwelche Challenges zu machen und so einfach auf dem einfachen Schwierigkeitsgrad spielen, oder? Ja gut, für das Anzugkiller muss ich, glaube ich, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad spielen, sowieso. Das ist Anzugpflicht, oder wie es hieß. Ach, so oder so. Mega cooles Spiel. Ich glaube, wir haben die Credits geschafft. IO Interactive arbeitet jetzt am James-Bond-Spiel, aber das wird wahrscheinlich noch 5 Jahre dauern oder so, bis das kommt oder so, denke ich. 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre. Auf jeden Fall eine Weile. Ansonsten kommen ja noch immer neue Hitman-Sachen raus, wo ich ab und zu mal eine Folge dann bringen kann. Ich werde nicht immer... Ich glaube nicht, dass ich jedes Elusive Target jetzt trotzdem machen werde oder so. Weil die sind aber nicht alle verfügbar und es sind, glaube ich... Ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Wie viele Elusive Targets gibt es denn? 20? Mindestens auf jeden Fall. Es werden nochmal 20 Videos und so. Immer eine Stunde in dem Level sein. Ich glaube, bei einem Elusive Target wäre ich gar nicht so lange unterwegs, oder? Keine Ahnung. Ich hatte ja eins habe ich aufgenommen. Ein Elusive Target habe ich jemals hochgeladen, glaube ich. Und das war der Unsterbliche oder so. Und ich konnte, glaube ich, in dem Level irgendwie trotzdem speichern und laden, ne? Nur nach dem Mord musste ich irgendwie oder ich konnte neu starten, glaube ich, so oft ich wollte. Ich musste immer, wenn was schiefgelaufen ist, einfach, bevor ich gestorben bin, einfach nur die Mission neu starten oder so. Also es ist eigentlich machbar. Aber trotzdem hasse ich alles daran. Die sind immer noch doof. Der Rest vom Spiel ist halt unglaublich cool. Okay, wir wollen jetzt nicht von Hitman 2 noch alles sehen, danke. Lautloser Killer, Schneeengel, Waffendämpfer, Brausepause, Buttonmasher, Abkürzungen, jetzt bin ich der Kontrolleur, schwerer Einsatz, Dr. 47, Ladendetektiv, Spritze und Dingsbums. Ich habe einfach alles gemacht in dem Level. Also fast alles natürlich, außer so Anzugpflicht und so. 21.000 Erfahrung. Schalten wir etwas in diesem Ort frei? Ich weiß es nicht. Wir haben 5 Sterne. 37 Minuten ungefähr. Schauen wir mal, ob wir irgendwas freigeschaltet haben. Ah, die Waffe. Die Waffe mit Eigenspauschalldämpfer. Ein Abrissblock mit Annäherungszünder. Ultrasprengung. Und verschiedene Startpunkte. Und dann kriegen wir ja auch noch diese Ninja-Mission in dem Level. Eliminieren Sie ein Ziel mit einem Kopfschuss. Kriegen wir hin. Was fehlt bei Entdeckung? Alle Verkleidungen finden. Eine fehlt mir. Schießen Sie auf das Zugsignal. Kriegen wir hin. Und ein neuer Vater. So eine Gummizelle oder sowas. Geschwärzt. Keine Ahnung, was das ist. Ich habe keine Zeit für Gespräche.
Oh. Tschüss, Konstante. Gute Nacht. Bist du eine Verkleidung? Nein. Okay, und da kann man das Level beenden. Hier wäre eine Klavierseite gelegen. Da lag sogar eine ICA-Pistole. Kann den sogar erwürgen. Aber was war diese Gummizelle? Wo ist die? Gibt es hier einen geheimen Ort, Alter? Man kann ja so... Oh. Es gibt eine Axt. Na dann. Schön die Kehle gezogen, Junge. Lol. Ich bin von dem Zug weggegangen. Und hier gibt es einfach keine Welt mehr. Wir sind aus der Welt gefahren. Warum gibt es einen Teil vom Level, der nicht geladen ist? Mega cool. Jetzt ist wieder Welt da. Warum? Ach, das ist zu weit oben, die Welt. Aber warum? Keine Ahnung. So, ich suche mal die Verkleidung, die mir noch fehlt. Das ist das, was ich anhab, ne? Können ja einfach erschießen und verkleiden. Ah, das war die mir gefehlt hat. Okay. Das ist die letzte, die mir fehlt. Jetzt muss ich nur noch auf den Zug hochklettern. So, und das muss ich abschießen. Ah, cool. So, Attentate haben wir alle, Entdeckungen haben wir alle. Meisterleistung fehlt nur noch ein neuer Vater. Ich guck mal. Ah, lol, das ist ein alternatives Ende zum Spiel. Oh, wie cool. Okay, dann gucken wir uns das zweite Ende vom Spiel noch an. Man kann die Spritze nehmen und warten. Ich habe nicht angeguckt, was genau dann passiert, aber ich habe gesehen, was ein Prompt da stand. Ist es wirklich die richtige Entscheidung, ihn auszuschalten? Was ist, wenn wir für immer ein Hitman bleiben wollen? Ist das nicht eine gute Wahl? Mehr Folgen Hitman? Mit einem neuen Chef? Der nur das Böse in Person ist? Was spricht dagegen? Second thoughts. Perhaps we understand each other after all. Go on then, free yourself. Lucas Gray was haunted by his humanity. But freedom from choice is also freedom. Everything is so much simpler in black and white. Er hat recht. Zeit, ein neuer Hitman zu werden. Thank you, my friend. I will take care of you now. All will be well. Wake up. Wake up, my friend. It's the dawn of a new day, and you have things to do. Okay, das ist das alternative Ende. Das war einfach nochmal von ihm als Hitman angestellt wird. So, dadurch haben wir alle Aufgaben im Level fertig gemacht. Haben noch die taktische Schrotflinte freigeschaltet. Ja genau, Meisterleistung alle fertig. Sperrt uns einfach immer in Gummizelle und holt uns immer nur raus, wenn wir jemanden umbringen sollen wahrscheinlich. Genau, ansonsten gibt es nur die Klassiker. Und die betreffen auch andere Level. Deswegen kann man die nicht hier direkt fertig machen. Ja. Cool. Warum nicht beim letzten Level, ne? Alles mal schnell gemacht. Ich würde gerne eigentlich noch wissen, beim Meisterschaft, gibt es noch irgendwas freizuschalten in dem Ort? Ne, wir haben alles freigeschaltet, was man hier freischalten kann. Okay. Ja, die Schrotflinte war das letzte, was man hier freischalten konnte. Ja, so Meisterschaft haben wir allgemein wenig durchgeguckt. Guck mal, hier kann man eine Axt freischalten. Eine Krugermeister 2-2 Silber. Die sieht cool aus. Hier nochmal eine Maschinenpistole. Und dann gibt es hier auch noch Sieger 300 Viper. Und den Anzug einfach generell zum Freischalten für alle Level. Das sind noch so Sachen, die man in Zukunft auf jeden Fall angehen kann. Oder ich angehen möchte. Ich weiß nicht, ob ich alles in Videos mache oder so. Aber hier gibt es echt coole Sachen. Hackel, Leviathan, Scharfschützengewehr. Einfach 1000 Sachen. Und 1000 Visiere und so. Und der Neon City Anzug. Super cooles Zeug. Ja, Leute. Fertig mit Hitman. Vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns
bei weiteren Folgen Hitman wieder und bei anderen Videos, die ich jetzt wieder bringen werde. Die Hitman-Pause hat zugeschlagen. Aber ja, schön, dass man sich eigentlich auf ein Projekt so konzentriert und danach wieder jetzt andere Sachen angehen kann. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei einer weiteren Folge Hitman oder etwas anderem. Bis dann, euer Zimbelmann.